Ein Notruf aus einem Edelrestaurant sorgt für Spekulationen bei Robin Sturm und Holger Detlefsen. So, was haben wir in diesem komischen Restaurant heute? Ja, Mülheimer Hof, irgendwie Hauerei oder sowas. Ja, hatte ich da schon lange nicht mehr. Alter, das ist ein Luxusrestaurant, da haut sich doch keiner. Komischerweise heute anscheinend schon, ne? Naja, wir gucken. Tatsächlich ist die Schlägerei mitten im Lokal immer noch in vollem Gange. Oh, da ist was. Was ist jetzt hier passiert? Gut. Ich sitze hier mit meiner Tochter ganz friedlich beim Essen. Das ist ein besonderes Erlebnis für uns. Sie hat mich eingeladen. Da kommt einfach dieser Lackaffe hier. Er hat nichts Schlimmes gemacht. Der hat dich angegrabt. Er hat nichts Schlimmes gemacht. Knigge-Experte. Was ist Knigge? Keine Ahnung. Wir lassen ihn jetzt auch mal ausreden. Was sagen Sie dazu? Ich bin Knigge-Experte. Ich habe hier die Gäste Tischmanieren beigebracht und gezeigt nach ihrem Einverständnis und hatte die Dame in ihrer Haltung zurechtgewiesen. Und dann springt er da auf und greift mich voll an. Ja, da packt man doch nicht der Dame an die Brust und so weiter. Ein offizieller Kniggekurs ist die Veranstaltung wohl nicht. Wissen Sie, dass er hier den Leuten den Knigge beibringt? Ich habe das mitbekommen und das ging eigentlich alles ganz ruhig und es hat scheinbar die Leute auch nicht gestört. Er war hinten an dem Tisch bei dem jungen Paar und ich war gerade hinten am Tresen und höre auf einmal hier Lärm. Ich weiß gar nicht, was los ist, was hier passiert ist. Und Sie meinen, dass wir gewerblich machen Sie das? Ich mache das gewerblich, Benimmcoach, Aber Sie sind jetzt nicht geboten worden? Nein, ich war hier beim Essen gewesen und habe dann gesehen und habe mich vorgestellt und hatte auch die Zustimmung als Knigge-Experte und habe den Paar da drüben gesagt mit dem Handy, dass beim Essen wegen einem Tischgespräch die Handys weg sollen können, was sie gemacht haben. Habe erklärt, wie die Bestecke und wie die Gänge funktionieren. Gut, da können wir gleich noch mal drüber reden. Ich würde einmal die Person abfragen. Bleibst du eben hier? Mach mal. Während der Vater sich weiter in seine Wut auf den Knigge-Experten hineinsteigert, stellt die Maßregelung für seine Tochter offenbar kein Problem dar. Der macht Benimmregeln, das ist nichts Schlimmes. Und der Papa ist halt wieder ausgerastet, weil er mir hier die Richtung gezeigt hat, wie ich mich setzen sollte. Ja, das ist ganz normal, wenn du in so einem Restaurant bist. Ich verstehe das nicht, Papa. Einmal brauche ich auch Ihren Ausweis. Jedes Mal. Herr Schubert, wie Sie gehört gar nicht in so einem ordentlichen Restaurant. Ja. Moment, mein Ausweis, mein Portemonnaie. Wo hast du mein Portemonnaie eingesteckt? Nee. Ich hab mal. Gucken Sie doch mal genau. Sonst schreibe ich jetzt erstmal Ihre Daten mit. So, gegen die beiden liegt nichts vor, soweit? Ich frag mal am Nachbartisch, was Sie gesehen haben. Ja. Guten Tag. Detlefsen von der Polizei in Köln. Das haben Sie ja gerade mitgekriegt, ne? Die Schlägerei? Ja. Haben Sie irgendwas gesehen, wie es dazu gekommen ist? Ach so, ich weiß es nicht. Also der Mann eigentlich, der war zu searchen, sie hat uns geholfen mit dem Tischmanieren beigebracht. Ja, also der war eigentlich okay. Also der war auch bei Ihnen? Ja, der war bei uns, hat uns Tisch beigebracht, alles in Ordnung. Da Sie Zeugen sind, bräuchte ich mal Ihre Ausweise und Ihre Personalien. Musst du noch mal ins Kino gehen, gell? Ja, gleich. Ja, mein Portemonnaie ist weg. Die deine? Ja. Scheiße. Guck mal, ist ein Button. Meine Button ist auch nicht da. Aber sind Sie sicher, dass Sie Ihr Portemonnaie hier hatten? Ja. Okay. Was hast du? Die finden Ihr Portemonnaie auch nicht. Er auch nicht. Er soll mal in der Garderobe gucken. Ja, gucken Sie einmal nach, wo Ihr Portemonnaie ist. Haben Sie noch irgendwo Jacken hängen, Taschen hängen? Ja, in der Garderobe, ja. Die Garderobe da. Und kann das Portemonnaie da sein? Was war noch? Ich gehe nachschauen. Robin? Ja, bitte. Also das ist schon komisch, drei Leute, kein Portemonnaie, oder? Ja. Aber es war noch jemand hier. Wir gehen mal dahin, ja. Was war denn hier gewesen? Also, was haben Sie jetzt in der Garderobe? Haben Sie also, ich habe in meiner Jacke nachgeschaut, aber ich habe da nichts gefunden. Also, mein Portemonnaie ist definitiv nicht da. Wir wollten die Ausweise natürlich haben, um die Personalien festzustellen. Fehlte dem Vater eine Geldbörse. Später fehlte den beiden am Nachbartisch auch ihre Geldbörsen. Und der Tochter fehlte auch die Geldbörse. Da mussten wir uns natürlich langsam mal Gedanken machen, wo sind sie, wer hat die gestohlen? Mitten in die Diskussion um die gestohlenen Geldbörsen platzt ein Rosenverkäufer, der sich verdächtig lange auf der Toilette aufgehalten hat.
Ich war jetzt nur immer auf Toilette und wollte jetzt eigentlich weiter ins nächste Restaurant. Gut, haben Sie die Gäste angesprochen im Restaurant? Ja. Ja? Wie lange? War er länger als ein normaler Mensch auf der Toilette? Ja, auf jeden Fall. 10 Minuten mindestens. Mhm. 10 Minuten. Genau, ich geh mal gucken, vielleicht hat er ja was dann zu tun. Ich bleib mal hier. Ich hab nichts. Hast du einen Ausweis dabei? Ja, der Kollege, ja, klar. Was einmal den Ausweis. Robin, halt ihn auf jeden Fall fest. Sagen, mein Kollege hat anscheinend irgendwas gefunden. Herr Fuchs. Ja. Die Portemonnaies? Wo kommen die her? Nie gesehen. Was ist das? Wo hast du die gefunden? Die waren, wo du das Benutzerhandtuchpapier reinschmeißt. Okay. Darunter lagen die. Können irgendwie in die Portemonnaies? Ja, die sind okay. Bleiben Sie erstmal da stehen. Ich behalte die erstmal für mich, ja? Von dir sind die auch gar kein Fall. Hast du schon mal reingeguckt? Nee, ich hab noch nicht reingeguckt. Wo wollte ich nicht reingeguckt? Hey, stopp! Bleiben Sie mal hier. Wo gehen Sie denn hin? Ich habe einen Termin noch. Ich muss los. Schon mal, bleiben Sie mal hier. Wir müssen das erst mal klären. Das ist doch schon geklärt jetzt hier. Nee, ich muss nicht dringend also weg. Herr Schubert, Sie bleiben jetzt mal hier. Da immer noch die Portemonnaies von Vater und Tochter fehlen, durchsucht Robin Sturm den Rosenverkäufer. Leider vergeblich. Aufgrund des verdächtigen Verhaltens des Knigge-Experten entscheiden die Beamten auch, ihn genauer unter die Lupe zu nehmen. Tatsächlich können sie die beiden fehlenden Geldbörsen in seiner Hose sicherstellen. Gut, zu Ihnen. Ja. Wollen Sie dazu was sagen zu der ganzen Klamotte? Nein, überhaupt nichts. Nein. Gut, wem gehören die Portemonnaies? Ja, keine Ahnung, ich kenne die nicht. Gut, Ausweise sind drin. Das ist natürlich schlecht. Ja. Und an Ihrem Körper. Sie sind's nicht. Ja. Ja. Ja, gut. Er will dazu nichts sagen. Kann dazu nichts sagen. Also anscheinend. Tut mir leid. Wie es aussieht, hat er sie beklaut. Das sehen wir jetzt auch. Das sieht nicht nur so aus, es ist so. Zuerst rumgegrabt, schon meine Tochter und dann noch beklaut. Das ist echt unmöglich. Das habe ich doch von Anfang an gesagt, das ist falscher Finger. War doch von Anfang an klar. Papa, es reicht jetzt. Ja, unmöglich. Ist nicht schlimm. Unmöglich. Ist nicht schlimm, wir haben das Geld wieder. Ich erteile Ihnen Hausverbot. Sie betreten mein Restaurant nicht mehr. Der selbsternannte Knigge-Experte hat offenbar die Portemonnaies gestohlen, während er den Gästen Benimmregeln erklärt hat. Zwischendurch hat der 45-Jährige die Geldbörsen auf der Toilette geleert und dann seinen Raubzug fortgesetzt. Er muss sich wegen Diebstahls verantworten.